Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit. Und zwar müssen wir dafür einen Topf haben, ein Schneidbrett, ein Messer und ein Glas, wo wir nachher das alles hineinfüllen. Den Topf brauchen wir jetzt gleich zum Eierkochen, weil wir die fertig gekochten heißen Eier dann in unsere Flüssigkeit bzw. in unsere Fruchtmasse reinfüllen und dort halt für mehrere Stunden drin ziehen lassen. Und zum Schneiden brauchen wir natürlich wieder unser Schneidbrett und ein Messer. An Zutaten habe ich jetzt hier drei schon etwas schrumpelig gewordene rote Beete. Macht gar nichts, wir wollen damit ja auch nur färben und sie nicht mehr essen. Dann habe ich hier wieder 500 Gramm oder 500 Milliliter Holundersaft und 6 rohe Eier, die wir jetzt erstmal kochen werden. Die Variante mit den heißen gekochten Eiern lege ich jetzt meine rohen Eier erstmal in den Topf und werde sie gleich mit Wasser ganz knapp bedecken. Jetzt kommen sie auf den Herd. Kleiner Ring wieder, weil kleiner Topf, und auf Stufe 9 erstmal zum Kochen bringen. Ich schalte dann runter auf Stufe 7 und werde sie dann so 8-9 Minuten köchelnd gar kochen. Während wir jetzt warten, dass die Eier fertig kochen, nehmen wir schon mal unsere drei etwas schrumpeligen roten Beeten und schneiden sie einfach klein. Einfach so klein, wie ihr das mögt. Ich habe mir hier jetzt einen zweiten Handschuh dazu geholt, weil rote Beete, dann habe ich nachher wirklich rote Finger. Wollte ich jetzt nicht unbedingt. Und füllen das gleich hier in unser Glas. Man hört die Eier schon, es fängt schon an zu brutzeln. Ich habe mir hier jetzt ein ganz altes Handtuch untergelegt, weil natürlich die rote Beete, damit mein Tisch sich nicht verfärbt. Jetzt kriege ich mich ganz, ganz schlecht wieder ab. Ja, das zerteile ich jetzt. Es rutscht auch immer ein bisschen weg, weil die schon so weich ist. Das mache ich jetzt erstmal mit allen drei roten Beeten. Mit Schneiden bin ich jetzt fertig. Jetzt fülle ich einfach vorsichtig das Wasser dazu. Passt auf, dass es nicht überläuft, dann habt ihr hier gleich Schweinerei. Denn hier auf meinem Brett könnt ihr auch schon wieder sehen, wie schön sich das durch die rote Beete verfärbt hat. Und dann gibt es noch eine Variante, das ist in meinen Augen echt die Königsdisziplin. Und zwar wollen wir die Eier mit Wachs behandeln, bevor wir sie färben. Da braucht ihr gekochte, kalte Eier für, eine Bienenwachskerze, eine andere Kerze würde ich jetzt nicht nehmen, weil es ja wieder mit Lebensmitteln in Verbindung kommt, Streichhölzer, ein Hölzchen und eine kleine Stecknadel, komm her hier, mit einem Metallkopf, ganz, ganz wichtig, oder einem Glaskopf, kein Kunststoffkopf, bitte. Zur Vorbereitung nehmt jetzt euer Hölzchen, das ist mir jetzt zu lang, das ist so ein Schaschlikspieß, und brecht ihn einfach durch. Jetzt nehme ich meine kleine Nadel, die Stecknadel, und stecke sie, na, ich stecke sie jetzt auf dieser Seite rein, weil die ist mir zu ausgefranst. Stecke ich in die Mitte vorsichtig rein. Seid da echt vorsichtig, nicht, dass ihr abrutscht. Und jetzt müsst ihr sehen, dass ihr die so ein bisschen festgedrückt kriegt hier in eurem Stäbchen. Ich habe das hier schon mal vorbereitet und auch schon mitgearbeitet, wie man gut sehen kann. Das ist echt schwierig, was jetzt kommt. Dann brauchen wir unsere Kerze, ein paar Streichhölzer oder Zündhölzchen. Und zünden sie erstmal an, damit das Wachs auch schön flüssig wird. Unsere Eier sind jetzt fertig gekocht. Sie sind leider fast alle geplatzt und dieses kleine hier hinten ist so doll geplatzt, dass ich es auch überhaupt nicht färben werde. Ist aber trotzdem nicht so schlimm, weil wir hier mit Naturfarben färben, also einmal mit der roten Beete und einmal mit dem Holundersaft. Ist also nichts Chemisches. Ich muss jetzt nur darauf achten, dass meine Familie wirklich diese geplatzten Eier als erstes ist. Da bin ich wieder. Unsere heißen Eier nehme ich jetzt auf einen Löffel. Ich werde jetzt auch nur zwei Stück je Farbe färben, die anderen habe ich weggelegt. Und lege sie vorsichtig in die Flüssigkeit. Einmal abtupfen und in die rote Beete.
Da muss ich das so ein bisschen einwühlen, weil ja da richtig die Frucht mit drin ist. Und da ist er nach Hause gekommen. Und das stelle ich jetzt bis morgen in meine Ruhe untereinander. Ja, Königsdisziplin. Das kostet jetzt gleich richtig Zeit und richtig Nerven. Ist auch schon ganz schön spät heute Abend, aber egal. Mit diesem kleinen Stäbchen hole ich jetzt gleich Wachskügelchen raus und verteile die auf meinem Ei. Ich werde mich jetzt auf ein Punktemuster beschränken. Zeige euch das aber auch gleich nochmal ein bisschen größer. Ich werde jetzt gleich erstmal ein paar Kekse essen zur Stärkung. Video kriegt ihr hier zu den Keksen, warum soll man zu Ostern nicht auch Kekse essen? Und dann sehen wir zu, dass wir die Eier fertig gepunktet kriegen und dann hinter mir in der ruhigen Ecke auch bis morgen zu den heißen Eiern in den Holundersaft und in die rote Beete. Bis gleich. Wir haben jetzt hier unsere Kerze. Ich habe hier halt mein Stäbchen mit der Nadel, mein kaltes gekochtes Ei. Und jetzt gehe ich mit dem Stäbchen mit der Nadel hier in das flüssige Wachs und setze Punkte auf mein Ei. Es muss ganz schnell gehen, weil das wirklich ganz schnell wieder trocknet, das Wachs. Und dann drehe ich das Ei immer ein Stückchen weiter. Jetzt sind wir einmal drumherum. Ich mache jetzt noch einmal quer und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Meine Eier habe ich jetzt hier fertig gepunktet. Ich habe hier bei dem zweiten Ei auch gleich nochmal ein bisschen ein Schlangenlinienmuster versucht. War gar nicht so einfach. Mit der kleinen heißen Nadel habe ich den Rand von der Kerze jetzt abgezogen und reinlaufen lassen, damit er jetzt nicht so viel hoch steht und ich sie das nächste Mal gleich wieder super gut benutzen kann. Das ist übrigens eine super Variante, um an verregneten Nachmittagen Kinder zu beschäftigen, denn die machen sowas ganz gerne mal. Jetzt bleibt mir noch eins zu tun. Das eine Ei versenke ich jetzt hier, das andere Ei da und dann warten wir bis morgen. Boah. Ich komme gerade nach Hause und zwar war ich den ganzen Tag weg, deswegen unsere Eier stehen immer noch da, jetzt ungefähr 24 Stunden, denn ich war heute auf einer Benefizveranstaltung und jetzt mache ich als erstes eins. Oh. Bin ich 10 cm kleiner, aber egal. Füße auftragen. Ich zeige euch jetzt gleich, oder wir gucken jetzt gleich gemeinsam, was aus unseren Eiern geworden ist. Bis gleich. So. Dann wollen wir mal gucken. Oh, wow. Also es sieht fast schwarz aus. Mein gepunktetes Ei. Das war jetzt der Holundersaft. Jetzt gucken wir mal bei der roten Beete. Auch schöne Farbe geworden. Ja, toll. Echt super schön. Bei denen echt fast schwarz. Wahnsinn. Die müssen jetzt natürlich noch so ein bisschen trocknen. Hier haben wir die anderen Farben nochmal. Super tolle Mischung. Ich habe jetzt keinen Grünton dabei. Aber das macht halt nichts. Auch mit dem Curry, diese unterschiedlichen Gelbtöne, total schön. Ich lasse die Eier jetzt trocknen bis morgen. Dann machen wir den Wachs ab und dann ölen wir es noch ein bisschen an, beziehungsweise mischen mit Butter rein, Fett oder Butter, damit die Eier dann noch ein bisschen glänzen. Und ich guten Morgen. War eine kurze Nacht, man sieht es mir glaube ich an. Heute Morgen will ich mit euch
die Eier von dem Wachs befreien und wir wollen dann alle Eier nochmal so ein bisschen einfetten, damit sie schön glänzen. Das zeige ich euch aber gleich nochmal ein bisschen größer. Ich habe jetzt hier eins unserer gefärbten Eier, so ein fast schwarzes Ei, was halt über Nacht im Holundersaft gelegen hat, beziehungsweise 24 Stunden. Das hatte ich ja vorher mit diesen Wachskügelchen betropft, beziehungsweise habe ich die da drauf gelegt. Und die mache ich jetzt warm. Ich habe mir hier einen Putzlumpen geholt. Das ist mal ein ehemaliges Bettlaken gewesen, habe ich dann halt klein gerissen. Für Putzzwecke jetzt waren so viele Löcher drin, war nicht mehr zu retten. Jetzt mache ich mit dem Föhn einfach meine Wachskügelchen heiß und putze sie dann runter. Wird gleich sehr laut, deshalb halte ich gleich erstmal den Mund und mache die Kügelchen warm. Ich zeige euch, wie wir das machen. Wirklich heiß. Jetzt können wir die Wachskügelchen runterwischen. Ich nehme auch aus dem Grund einen Putzlumpen, weil ich halt nicht weiß, ob die Farbe aus meinen Handtüchern wieder rausgeht. Und den Lappen, den kann ich dann halt gegebenenfalls, wenn es mich sehr stört, einfach wegtun. Bei Handtüchern finde ich es dann schon nicht so toll. So sieht das jetzt aus. Ganz lustig. Die anderen Wachsperlen mache ich jetzt auch gleich noch runter. Und dann zeige ich euch bei den anderen Sachen, wie wir weitermachen. Bin jetzt fertig auch mit meinem zweiten Ei. Sieht total lustig aus mit den Punkten und diesen Schlangenlinien sind natürlich nicht perfekt. Dafür müsste ich einfach ein bisschen mehr üben. Lege ich jetzt hier drauf. Meinen Lappen, mit dem ich das Wachs abgeputzt habe, tue ich mal weg. Ich habe mir hier einen neuen geholt und jetzt machen wir noch was. Ich habe vor einiger Zeit ja dieses Butterreinfett oder Ghee nennt man es auch, mit euch gekocht. Das habe ich jetzt im Kühlschrank stehen, weil ich hier schon reingelöffelt habe. Wenn ihr Ghee kocht oder Butterreinfett kocht und das Glas aufgemacht habt, stellt es bitte in den Kühlschrank und geht immer mit einem sauberen, trockenen Löffel rein. Wenn ihr da mit einem nassen Löffel reingeht, habt ihr Feuchtigkeit wieder drin und dann kann es schlecht werden. Das ist jetzt auch ganz hart hier, das wird aber ganz schnell auch wieder flüssig werden. Da tue ich jetzt ein bisschen was mit meinem sauberen Löffel auf meinem Teller. Der Rest wandert jetzt wieder in den Kühlschrank. Tupfe jetzt mit meinem sauberen Tuch da so ein bisschen ein. Nehme mir jetzt ein Ei, wickel das hier ein und dann wird das alles so ein bisschen poliert. Da glänzt doch super, super schön. Ich poliere meine Eier jetzt fertig und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis aussieht insgesamt. Unsere Eier sind alle fertig poliert und glänzen super schön. Ich habe mir jetzt aber noch was anderes überlegt, weil mit dem Lappen im Untergrund finde ich dann doch nicht so präsentationswürdig. Ich war jetzt gerade noch mal unten und habe mir Moos besorgt. Jetzt habe ich hier einen großen Pizzateller. Und lege jetzt einfach meinen Moos auf diesen Pizzateller. Wenn wir jetzt dunkle Stellen haben, krempeln wir die einfach wieder ein bisschen ein und formen uns jetzt wie ein kleines Nest. Muss auch gar nicht so gleichmäßig sein. Ich habe hier auch viele, viele verschiedene Stückchen. Muss erst wieder los und Moos einsammeln. Und jetzt... Hier steht schon rein. Nehme ich meine Eier und lege sie da drauf. Jetzt kann ich natürlich gucken, dass ich es so ein bisschen schön bunt mischen kann. Da kann ich sie auch eher ein bisschen nebeneinander legen und nicht so wie in der Schale, dass sie übereinander liegen. Dann sieht man natürlich viel, viel mehr von der tollen Pracht, die wir fertig gebracht haben. Das legen wir mal dahin. Hier kommt noch ein gelbes dazwischen. Das dunkle kann hier. Das legen wir mal so dorthin. Und das Schwarze da. Sieht doch gleich ganz anders aus als hier mit dem Lappen darunter. Weg damit. Nun habe ich hier noch so ein paar Zweige, wo Blüten dran sind. Die sind noch nicht aufgeblüht. Die stecke ich jetzt einfach so ein bisschen hier in die Mitte.
und habe mir noch so zwei Holzblüten besorgt. Da könnt ihr auch echte Blüten jetzt nehmen und lege sie dekorativ einfach mitten auf meinen Teller. Und das, denke ich mal, ist doch eine super schöne Frühstücks-Osterdeko. Da könnt ihr eure Familie und Freunde total mit überraschen. Viel Spaß beim Ausprobieren.